Heute eine neue Folge unseres beliebten Küchen-ABCs. Das Thema heute Buchstabe H wie Heizarten. Hallöchen und herzlich willkommen auf dem Küchenmuskanal. Viele Backöfen heutzutage haben zig Heizarten, 5, 7, 12, 13 und so weiter. Welche Heizart ihr wofür benutzen könnt und welche Heizart hat eigentlich welche Nachteile? Was sollte man vielleicht nicht machen? Das zeigen wir euch heute alles in unserem Video. Ja, ein Highlight in unserer Ausstellung ist der HNG 978 QB1 von Bosch. Ein Gerät, das wir ja schon mal in einem Video extra vorgestellt haben. Und heute gehen wir aber mal nur auf die Heizarten ein. Das Gerät verfügt über sage und schreibe 28 verschiedene Heizarten, die natürlich auch dadurch entstehen, dass man zum Beispiel mit Mikrowelle kombinieren kann oder mit Dampf kombinieren kann. Aber ich zeige euch heute mal, welche Heizarten ihr hier einstellen könnt und welche Heizart ihr am liebsten benutzen solltet für welche Gerichte. Damit ihr das leichter habt, hat Bosch das für euch einmal auch aufgeschrieben. Wir werden diese Tabelle am Ende des Videos einstellen, sodass ihr euch in aller Ruhe nochmal durchlesen könnt, falls ihr euch das nicht alles merken könnt, was ich hier vorbrabbel. Wir gehen mal durch das Menü durch und da seht ihr schon als oberstes die 4D Heißluft. 4D Heißluft heißt nichts anderes, als dass ihr in dem Backofen zum Beispiel auf allen vier Ebenen gleichzeitig backen könnt. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan davon, das nach vorn zu stellen, weil wer kann schon auf vier Backblechen oder muss auf vier Backblechen gleichzeitig backen? Und wo ist der Vorteil? Weil ich bin ja nicht schneller, wenn ich zum Beispiel Plätzchen backe zur Weihnachtszeit, müsste ich ja nochmal vier Bleche haben, die ich in den paar Minuten, wo die Kekse hier drin sind, mit neuem Teig belege, damit ich dann die Backbleche nehmen kann und gegen die fertigen Backbleche austauschen kann. Dann habe ich aber vier heiße Backbleche, die erstmal abkühlen müssen, bevor ich da den Teig drauf machen kann. Deswegen erschließt sich mir persönlich nicht so sehr der Vorteil davon. Aber vielleicht gibt es mal den einen oder anderen Fall, wo ich vier verschiedene Bleche habe, wenn ich zum Beispiel ganz viele Gäste habe. Frei nach dem Motto, haben ist immer besser als brauchen. Dann haben wir die Ober- und Unterhitze. Die Ober- und Unterhitze könnt ihr natürlich verwenden, für alle Fälle, wo ihr mit klassischen Gerichten arbeitet. Also letztendlich, je klassischer das Gericht, desto eher Ober-Unterhitze, weil alle mal zurückerinnern, Oma und Urma, die hatten immer nur Ober- und Unterhitze, manchmal vielleicht sogar nur Unterhitze. Die sanfte Heißluft ist sozusagen eine Eco-Variante der normalen Heißluft. Ihr könnt dort aber nur auf einer Ebene backen. Das heißt, die Luftverteilung ist viel langsamer. Die Temperatur wird nicht so schnell hochgeheizt. Es ist aber ohne Vorheizen zu benutzen. Nicht wie bei den anderen Programmen, wo ihr teilweise tatsächlich vorheizen müsst. Bei der sanften Heißluft habt ihr ein Sparprogramm, wenn ihr das so wollt. Natürlich gilt das Gleiche dann für die sanfte Ober- und Unterhitze, wobei es dann dafür wieder halt für andere Gerichte ist. Der nächste Fall ist Airfry. Für Airfry gibt es ja heutzutage schöne Geräte, die man sich hinstellen kann zum Kaufen und da kann man ein paar Pommes reintun oder irgendwas und dann damit das Gargut backen. Es gibt tatsächlich ein Backblech dafür extra für die Airfry-Variante. Das ist ganz wichtig, damit die Luft richtig zirkulieren kann. Der Unterschied beim Airfryen ist in diesem Backofen, dass die Luft viel, viel schneller bewegt wird als im normalen Backofen, sodass das Gargut halt besser umströmt wird und dadurch knuspriger wird. Dann kommen wir weiter zum Umluftgrillen. Beim Umluftgrillen habt ihr eine Kombination aus der Strahlungshitze, sprich aus der Infrarothitze durch den Grillheizkörper und gleichzeitig mit warmer Luft. Das heißt, also die Luft, die erwärmt wird im Backofen, wird noch durch den Ventilator bewegt und dadurch habt ihr also eine Umluft, das heißt, ihr habt heiße Luft, die um das Bratgut geblasen wird und dazu die Strahlungshitze von oben. Es ist besonders geeignet zum Beispiel für Geflügel- oder Fleischgerichte. Dann geht es weiter mit dem Grill und zwar gibt es immer einen Grill für die große und einen Grill für die kleine Fläche und auch wenn man es nicht glaubt, probiert es einfach mal aus. Das Grillen im Backofen, sprich auf der möglichst oberen Ebene, einfach das Fleisch reinlegen und den Grill anschalten, das schmeckt genauso, wie wenn ihr
ganz normal auf dem Grill, auf dem Balkon das macht und wenn man mal schlechtes Wetter hat, aber man möchte trotzdem grillen, das geht tatsächlich mit diesen Geräten super gut. Und was noch super ist, wenn ihr, weil gestern so tolles Wetter war, draußen gegrillt habt, aber ihr habt noch was überbehalten, packt das einfach aufs Backblech unter den Grill und lasst das nochmal ein paar Minuten so, dass ihr seht, dass halt kleine Bläschen kommen. Er schmeckt dann wirklich nochmal super, als wenn es gerade frisch gegrillt ist. Das nächste ist die Pizzastufe. Die Pizzastufe heißt einfach, ihr habt starke Unterhitze, aber relativ wenig Hitze von oben, sodass euer Belag von unten viel Temperatur bekommt, aber von oben nicht verbrennt. Super geeignet auch zum Beispiel für Aufbackbrötchen und solche Sachen. Also Pizzastufe ist etwas, was wir zu Hause sehr, sehr häufig benutzen. Eine weitere Art sozusagen dieser Heizart ist die Intensivhitze. Bei der Intensivhitze habt ihr wie bei der Pizzastufe im Grunde genommen das gleiche, außer dass der Ventilator nicht mitdreht. Ihr habt also eine sehr starke Unterhitze und von oben kommt auch Hitze über die ganz normale Oberhitze. Und das ist zum Beispiel geeignet für einen Flammkuchen oder für einen Obstkuchen. Und wenn ihr den mit der Hitze und mit Ventilator macht, dann wird er eher trocken und verbrennt eher. Aber mit der Intensivhitze habt ihr dann ein besseres Backergebnis. Das Sanftgaren ist eine Heizart, die ihr am besten benutzt, wenn ihr ganz empfindliches Gut habt, zum Beispiel wenn ihr Gemüse gart im Backofen. Ihr seht das schon an den Vorschlagstemperaturen, da geht es maximal bis 110 Grad hoch. Also wenn man etwas ganz vorsichtig aufheizen will, dann ist das Sanftgaren das beste Programm dafür. Weiter geht's dann mit dem Auftauen. Und beim Auftauen wird einfach kalte, also relativ kalte Luft bis 60 Grad genommen und die bläst halt durch den Backraum und dadurch taut euer Gefriergut halt sehr schnell und sehr schonend auf. Nicht vergessen, was drunter stellen, weil durch das Auftauen löst sich natürlich Wasser und damit das nicht auf den Boden tropft, dann könnt ihr das auffangen und dann braucht ihr nicht so viel zu putzen. Ebenfalls mit geringer Temperatur funktioniert das Dörren. Das heißt, ihr habt einen Ofen, der dem Gargut mit der Temperatur die Feuchtigkeit entzieht und dann könnt ihr eben euer Obst da dörren und könnt das dadurch lange haltbar machen. Die einfache Unterhitze. Wofür braucht man einfach eine einfache Unterhitze? Und zwar relativ simpel, wenn ihr zum Beispiel was habt, was im Wasserbad stocken muss, ist die einfache Unterhitze dafür ideal geeignet und dann könnt ihr halt ein bisschen Wasser ins Backblech tun und stellt eure Schalen da rein und habt dann hinterher ein super Ergebnis, ohne dass es von oben gebräunt ist. Warm halten, da kann man sich jetzt drum streiten, ob das eine Heizart ist. Auf jeden Fall könnt ihr euer Essen da eben warm halten. Wenn ich jetzt mal da drauf tippe, seht ihr schon die Vorschlagstemperaturen 80, 90 Grad, 65. Also damit der Garprozess geht dann nicht weiter. Aber es wird eben das Essen warm gehalten. Falls mal sich was verspätet oder nicht so passt, wie es gedacht ist, kann man das dort auch längere Zeit eben entsprechend warm halten. Und zu guter Letzt, die letzte Heizart, die ihr hier seht, ist das Geschirrvorwärmen. Braucht man gar nicht weiter zu erklären. Einfach Teller reinstellen, auf 50 oder 60 Grad erwärmen. Gerade wenn man Gäste hat und ein schönes Dinner macht, ist es vielleicht ganz schön, wenn die Teller vorgewärmt sind, damit das Essen, was ihr dann dort platziert, nicht so schnell auskühlt. Und dann geht es auch weiter. Die Heizarten an sich sind jetzt durch. Wir können natürlich auch mit Mikrowelle heizen bei diesem Backofen. Da kommen natürlich auch so ein paar Heizarten zusammen. Man kann das auch kombinieren eben, zum Beispiel Ober-Unterhitze und Mikrowelle oder Heizhof und Mikrowelle. Dann hat man die Schnelligkeit der Mikrowelle kombiniert mit der Hitze der normalen Heizart, sodass ihr zum Beispiel einen Rührkuchen in 25 bis 30 Minuten anstatt in einer Stunde fertig habt. Und bei diesem Backofen geht es natürlich auch noch mit Dampf zusätzlich. Aber worum es mir jetzt geht, ist auch die Nummer mit der Reinigung und da haben wir hier einen Backofen, der hat auch noch Pyrolyse und das ist für mich sozusagen auch noch eine Heizart, weil mit der Pyrolyse könnt ihr nämlich den Backofen super sauber machen. Wir haben ein extra Video dafür gedreht, für die Pyrolyse, in dem wir euch ganz genau erklären, wie das funktioniert, was da passiert und wozu das für euch sinnvoll ist. Wenn ihr einen hochwertigen Backofen habt, könnt ihr meistens auch noch ein Braten- oder Fleischthermometer dazu anschließen und das damit automatisch überwachen, sodass ihr natürlich noch bessere Backergebnisse habt. Bei diesem Top-Gerät haben wir, wie schon am Anfang gesagt, 28 Heizarten. Natürlich gibt es auch Geräte mit 4, 5, 6 Heizarten, die eigentlich auch reichen. Aber eigentlich würde auch ein Kleinwagen reichen und viele Leute kaufen sich trotzdem ein SUV. Auch da gilt wieder, besser haben als brauchen. Ich persönlich finde es gut, immer alle Möglichkeiten zu haben
Und was wir euch heute hier an dem Bosch-Gerät gezeigt haben, gibt es natürlich auch an Geräten von anderen Marken. Da heißen die Heizarten aber manchmal ein bisschen anders, aber letztendlich funktionieren sie genauso. Vielen Dank an alle, die sich die Mühe gemacht haben, bis hierher zuzuschauen. Wenn ihr Vorschläge für weitere Videos habt, schreibt es in die Kommentare. Wir schauen mal, ob wir was drehen können für euch. Wenn ihr wissen wollt, welche Werkzeuge oder Hilfsmittel wir in den Videos verwendet haben, schaut auch einfach unten nach. Da schreiben wir das immer rein. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, könnt ihr da klicken. Wenn ihr unseren Kanal abonnieren wollt, worüber wir uns sehr freuen würden, könnt ihr das natürlich gerne auch tun. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein Like dalasst und selbstverständlich auch die Glocke aktiviert. Tschüss!